Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und den heutigen Blog bei Janis. Da zeigen wir seinen kleinen, eher provisorischen Filter. Und dann erzählt uns aber Janis eine sehr viel geilere Geschichte. Und die ist auch für alle interessant, die vielleicht sich mit dem Gedanken rumschlagen, sich von einem Landschaftsgärtner, von irgendeinem Bekannten einen Teich bauen zu lassen, was die Kosten angeht. Also das, was Sie heute hören, was irgendein bekannter Landschaftsbauer von Janis, respektive Janis Vater, für einen kleinen Teich auf diesem kleinen Grundstück, was Sie da gestern beim Teich schon gesehen haben, zu bauen, verlangt hat, wollte, also der Auftrag kam nie zustande, da haut es einem wirklich den Schütz raus. Aber was die beiden vielleicht verwundert hat, verwundert mich jetzt nicht mehr so sehr, weil ähnliche Geschichten habe ich schon öfters gehört. Wobei die Zahl, die da genannt wurde, die war schon absolut abstrus. Ziehen Sie sich den Block rein und lachen Sie gemeinsam mit uns. Ja, erstmal herzlich willkommen zur Modern Koi Story, heute Teil 2 mit Janis, mit seinem, wie viel Kubik sagst du heute, der Teich? Ich glaube, es sind 7,5 bis 10, irgendwas da dazwischen. Was haben wir, Durchmesser? 3 Meter? 3,50 hätte ich gesagt. Du hast Mathe-Leistungskurs? 3,50 mal 3,14 mal 0,6 hatten wir, oder? Sag, hat 3 Meter im Durchmesser. 3 Meter im Durchmesser, 1,5 mal 1,5 sind 2,25 mal 3 sind 7. 2,25 mal 3 sind circa 7. Ja. Mal 0,6 sind 4,2 Kubik. Bei solchen Sachen musst du immer aufpassen. Es sind halt die Angaben, die uns überlassen wurden. Das ist so, ich sage es nur aus einem Grund. Wenn du irgendwann mal in die Verlegenheit kommst zu behandeln, du hättest jetzt jedes Medikament doppelt überdosiert, wenn du von 8 ausgehst, aber nur 4 hast. Jetzt müssen wir natürlich noch einen Bachlauf hinzuzählen, weil da verschätzt man sich umgekehrt immer wieder, dass man denkt, es ist viel mehr drin. Wenn du den ablässt, dann sind es nachher 400 Liter, was da drin sind. Und darum ist das Wissen über das richtige Teichvolumen ist wirklich wichtig. Also wenn du mal, hast du aufgesalzen? Nee, gar nicht. Hast du nicht, wo du die neuen Fische, das hat vielleicht den Fischen das Leben gerettet, weil du hättest dann eventuell, wenn du auf 8 Kubik 40 Kilo reingekippt hättest, dann wärst du vielleicht nachher auf 1% gewesen. Mhm. Können die Koi noch überleben, ja, aber auch nur für eine kurze Zeit und wirklich gut tut es ihnen am Ende nicht. Wie genießt du das Hobby? Sitzt du manchmal hier und guckst da rein? Gerade wenn ich lerne, ich bin ja noch in der Schule, mache nächstes Jahr mein Abi, sitze ich da und es ist ja beruhigend für mich. Andere finden es langweilig. Gottes Willen, wer denn? Ich nenne keine Namen. diejenigen wissen es, wenn sie es anschauen. Wurden. Ja. Also ich finde es sehr spannend. Ich könnte mich auch wirklich überall stundenlang davor sitzen, weil ständig irgendwas passiert. Wie hat Georgi Konishi mal gesagt, Koi sind die Entertainer des Gartens. Und ein Garten ohne Koi ist ein langweiliger Ort. Und wenn man mal tatsächlich sieht, unsere Koi-Liebhaber, die Koi-Gemeinde ist im Freien, die sind gebräunt und die anderen liegen vorm Fernseher. Das war jetzt böse, aber ein bisschen was ist dran. Das hier ist dein Filter, den hast du jetzt umgezogen von eurem alten Haus? Nee, den habe ich mir neu gekauft. Darf ich ihn aufmachen? Ja. Oder springt mir da der Teufel entgegen? Ist nicht geputzt. Das ist gut. Und wenig Wasser drin. Ja. Nicht? So eine gepumpte Anlage, die will da wenig Wasser drin sein. Ja, das stimmt. Das geht rein physikalisch nicht, aber es läuft wirklich nur wenig durch. Also ja, da, genau. Den hast du wirklich nicht geputzt. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, wenn man hier dran riecht, das stinkt absolut nicht fäkal. Das ist Biomasse, auch wenn es jetzt aussieht wie Kot, aber das riecht, hast du mal rangerochen? Ja, es riecht nicht. Doch, das riecht ganz, ganz intensiv. Also Tim würde das, was du jetzt machst, bei mir nie machen, weil er wüsste, dass er danach ein braunes Gesicht hat. Riecht voll nach Waldboden, gell? Ja. Das ist im Prinzip das Gleiche, aber ähnlich wie das, was wir auf dem normalen Filtermaterial anzüchten. Und wie oft reinigst du den Filter? Also das letzte halbe Jahr nicht, oder? Ich habe an Ostern den ganzen Teich komplett gereinigt mit Filter. Und da war gar nichts drin? Da war gar nichts drin. Das ist von Ostern bis jetzt gewachsen? Ja. Jesus Christus. Also das sieht jetzt aus, wie wenn da ein halbes Jahr nichts gemacht worden wäre. Nee, das ist seit Ostern. Dann siehst du mal was. Aber das rettet deinen Koi
mehr oder weniger das Leben. Allerdings ist natürlich deine Wasseraustauschrate, die ist relativ gering. Was kommt da raus? 500 Liter in der Stunde? Wahrscheinlich. Eigentlich ist es eine große Pumpe, die mehr kann. Aber dann läuft der Filter über. Aber dann läuft der Filter über. Ja, das ist der Klassiker. Also ich sage mal, dass dein System funktioniert, hängt nur zu einem kleinen Teil damit zusammen. Weil du musst dir überlegen, wenn du deine Koi fütterst, dann entsteht als Endprodukt des Eiweißstoffwechsels Ammonium. Mhm. Und das Ammonium verbleibt ja erstmal im Teich, bis es zum Filter kommt. Und wenn du jetzt nur alle 8 Stunden, wenn wir jetzt einmal 500 Liter unterstellen, wenn nur alle 8 Stunden der Teich einmal über den Filter ausgetauscht wird, ja, dann kannst du dir jetzt als Mathe-Leistungskursler ganz einfach ausrechnen, wie lange es dauert, bis jetzt das letzte Ammoniummolekül auch noch im Filter landet. Also kann der Filter nicht dafür verantwortlich sein, dass es den Fischen gut geht. Du hast hier natürlich im Teich, bietest du eine riesen Oberfläche an, durch die Steine, durch den Kies, durch die Teichwand, wo sich im Prinzip eine Mikrobiologie bildet, die Ammonium in Nitrit abbaut oder vielleicht auch Ammoniumnitrit direkt verstoffwechselt. Keine Ahnung, da weiß auch die Wissenschaft noch nicht immer jeden Prozess. Da gab es vor Jahren mal einen neuen Prozess, den man gefunden hat. Anamox heißt der. Keine Ahnung, ob das in so Teichen stattfinden kann. Dann hast du natürlich hinten noch deinen Bachlauf, genau, der deinen Koi das Leben rettet. Also mit anderen Worten, würdest du alles, was im Teich steht, morgen entfernen, ja, den Kiesel, die Steine, diese Pflanzschale, würdest den Bachlauf ausschalten und würdest das nur so betreiben. Wie viel fütterst du im Sommer? Also ich habe von einem anderen Koi-Züchter, als ich euch noch nicht kannte, der füttert die 8 Mal am Tag, halt immer kleine Portionen. Mhm. Ich mache jetzt 3-4 in kleinen Portionen und ich habe ja 3-4 Mal am Tag in Und wie viel dann immer? Ich habe immer so einen kleinen Becher und den mache ich immer pro Tag. Also dann fütterst du 200 Gramm oder so? Oder ja, wahrscheinlich weniger sogar. Weniger. Ja. Aber da würden selbst 100 Gramm reichen, dass dir das Ammonium übereinschießen würde und dann irgendwann, natürlich über Nacht, dann das Nitrit produziert werden würde, weil es ja über Nacht dauern würde, bis das ganze Ammonium irgendwann mal im Filter landet. Also man darf so ein System im Prinzip gar nicht anpacken. Wenn man was macht, dann macht man es neu. Das ist jetzt, glaube ich, auch dein Ziel oder dein Plan in nächster Zeit. Genau. Und was hast du vor? Genesis Teich. Wahrscheinlich. Ich hatte vor längerer Zeit, wir haben schon viele, ich nenne es jetzt mal Perioden überstanden. Der erste Plan war mal, dass man es allein mit Genesis macht. Sind wir aber dann irgendwann weg von, weil nicht so die Kapazität da war, dass ich gesagt habe, ich brauche es, weil da waren die Großen zum Beispiel noch nicht da. Mhm. Da war, glaube ich, der schon da, aber es sind ja jetzt schon viele anderen, auch der Kinshova war nicht da. Also Punkt, wir haben es nicht gemacht. Dann haben wir einen Landschaftsgärtner irgendwann gefunden, mit dem mein Vater auch den er kennt. Und der wollte das Ganze für 260.000 machen, wo wir gesagt haben, kann man vergessen. Ich sage immer, ich kenne Arm und ich kenne Reich, Reich ist besser. Für 260.000 Euro? Ja, einen 20.000 Liter Teich. Klar, nur dazu sagen, es wäre zusätzlich noch... Also ich mag ja diese Filter mit Goldbeschlägen, ja, also es ist ein Traum. 260 Riesen? Ja, es wäre noch ein kleiner Pool nebendran gewesen, aber auch weniger als der Teich. Filteranlage unter Holzterrasse, aber dennoch haben wir gesagt... Ich mache es euch für 240. 260.000 von 20.000 Liter, ja, bis in wie groß wäre der Pool gewesen? Der Pool, es wären 3 Stufen nach unten und dann unten noch mit 1,50 Tiefe. Ich hätte gesagt 1.000, 2.000 Liter. Und was für eine Filtertechnik wurde geplant am Teil? Die von Genesis. Okay. Ja. Also gibt es dann noch eine Gold Edition? Punkt war, wir haben... Und Pflanzen solitär, irgendwie 400 Jahre alter Garten, nee, Bonsai? Und gar nicht. Mit solchen Kissen? Nichts? Nichts. Und dann Plan... Das Problem ist, wir sind... Da geht ein kleiner Fußweg vorbei, unten geht es die Treppen runter und eine Parkfläche. Oben, ihr habt es gesehen, ist auch eine Parkfläche. Man kommt hier unten schwer ran. Mit dem Auto gerade hier drüben. Genau, das ist das Problem. Das ist... Einerseits wollen wir es den Nachbarn nicht antun,
Mit dem Auto gefahren? Er wollte zum Beispiel 10 Wochen einen normalen Kran da hochstellen. Da muss sogar, Tim hat kein Mikrofon dran, aber da muss sogar Tim lachen. 10 Wochen wollte er euch einen Kran hier hinstellen. Ja, nicht hier, sondern oben. Ja. Um auf der Fläche hier was zu bauen. Genau. Also ich schicke dir meinen Mede, der Bauteiche. Ja. Micha Rupp kennt den auch und der kann euch das alles vorbereiten. Der kommt mit seiner Kosovo-Armee und dann, da sind die Kosovo-Biobagger, die machen das Grün dann am Wochenende raus. Wir haben aber nur der Samstichzeit. Wie viel Kubik braucht er? So geht es dann. Ja, das war jetzt auch der Plan, irgendwie nochmal mit dem Rupp alleine zu reden, dass der es macht. Ich habe mir überlegt, mit einem Freund das Ganze auszugraben. Weil man halt schwer. Da musst du aufpassen, Bagger, danach hast du eine Figur wie ich. Da ist halt das Problem, wir wissen nicht, wie lange. Das Problem ist halt, man kriegt keinen Bagger rein. Man kann klar den Fußweg runterfahren, aber dann muss man das hier alles zerstören. Ja, wie viel Kubik willst du machen? 20 Kubik. 20 Kubik. Also die 20 Kubik, da kaufst du Bier und so Zeug und Bratwürste, da hast du einen Feuerring, dann könnt ihr den ganzen Tag grillen. Also 20 Kubik mit 5 Kumpels sind das 2 Wochenende, ist das ausgehoben und das fährt dann mit dem Schubkarren da vorne weg. Aber ich finde es mal wieder geil, ein Landschaftsgärtner, der meint, für 260.000 Euro kann er irgendjemand, der scheinbar keine Ahnung hat, aber er hat ja Ahnung, kann er da irgend so einen Scheiß verkaufen. Das ist für mich wirklich ohne Worte. Ja, also klar. War das in- oder exklusive Mehrwertsteuer? Inklusive. Oh ja, das ist, weil das kommt ja manchmal dann noch on top. Ja, nee, es war inklusive. Und was für einen Filter würdest du gerne dann haben? Also, ich weiß gar nicht, Trommelfilter ist der laute, der andere. Papierfilter? Papierfilter. Weil bloß ein Filter interessiert dich nicht. Ich habe es mir nie angeschaut, das ist so das Problem. Ich hätte mich da holst du dir von mir her eine Beratung. Du kannst mit Trommelfilter, du kannst mit Papierfilter, du kannst mit Bürstenfilter. Also ich kann dir sagen, du stehst jetzt kurz davor, Flügge zu werden. Ja? Hinterlass, also du wirst dann irgendwo zum Studieren hingehen oder sonst irgendwas. Hinterlass deinen Eltern möglichst wenig Arbeit. Genau, das habe ich so vor. Und da bist du mit Bürstenfilter, das wäre für mich hier schon das Totschlagargument, bist du mit Bürstenfilter am besten aufgehoben. Den kannst dann du alle Vierteljahr, wenn du mal wieder hier bist und nach deinen Koi guckst, kannst du dich darum kümmern. Ja, aber schön, dass es dich schon mit 12 Jahren angesteckt hat, das Koi-Hobby. Wir ersparen uns zu sagen, dass natürlich alles hier, so wie das angeschlossen ist, auch ein bisschen gefährlich ist. Du hast wahrscheinlich auch nichts gegen Pumpenausfall in einer gepumpten Anlage, gegen Leitungsbruch, dass die Pumpe ausgeht, oder hast du den Wasserstand überwacht? Wasserstand nicht, aber ich habe Ersatzschläuche habe ich. Aber also das bringt ja nichts, wenn kein Wasser mehr drin ist. Kann nicht mehr, aber... Kannst du den Koi die Ersatzschläuche zeigen? Nein, das war jetzt böse, aber das solltest du unbedingt... So, da gibt es von Hardronic, H-Tronic, kostet ein paar Euro 50. Da schließt du da an, dann hängst du das da rein und da steckst du dann die Pumpe ein. Und wenn der Wasserstand auf ein gewisses Minimalniveau fällt, dann schaltet die Pumpe aus, weil das ist natürlich in so Teichen immer die Todesfalle. Ja. Natürlich schon, du pumpst einmal das Wasser da oben hin. Das reicht ja schon, wenn da oben irgendwas passiert und das Wasser wird ausgeleitet. Der ist also aktuell, deswegen muss ich auch immer wieder Wasser gerade nachlassen. Der Bachlauf ist irgendwie kaputt. Wir verlieren 5 bis 6 Zentimeter pro Tag. Also 5 bis 6 Zentimeter am Tag ist natürlich echt ein Wort. Und der Wasserverlust hört auf, wenn du den Bachlauf ausschaltest. Ja, also das war jetzt auch nur, ich lasse ihn meistens so am Wochenende laufen. Deswegen für euch habe ich ihn jetzt wieder angeschaltet. Oh, schön. Damit man es einfach mal sieht. Ist ja auch schön eigentlich. Das ist auch schön. Und auch ein schönes Geräusch. Letztes war ich bei einem, da habe ich dann den Ton anders eingestellt, weil es sich angehört hat, als würde jemand pinkeln. Nee, das ist nett. Und da findet wahrscheinlich deine größte Filterleistung statt. Ja. Aber du hast es ausgeschaltet. Misst du manchmal dein Wasser? Wasserwerte. Ja. Aktuell nicht mehr so viel. Ich habe es mir eigentlich vorgenommen, mindestens einmal die Woche, eigentlich jeden Tag. Aber es wurde dann wieder nichts. Weil Schule. Du bist wenigstens so grundehrlich, Jan, ist das nicht geil. Übrigens, du gewinnst den Preis für den kleinsten Skimmer im Modern Koi Block bislang. Das soll dein Skimmer sein, oder? Ja. Was ist das, DN25? Weiß ich nicht. Hilft der was? Also nicht so viel, oder? Nee. Sieht man ja.
Aber geil. Weißt du, was das Beste ist? Dein Koi geht es gut. Was ich beobachte, deine Benigoi, wie alt sind die? Welche? Der Rode. Der ist auch ein halbes Jahr, ungefähr. Und der andere? Auch. Kommen die aus dem gleichen Züchter? Genau gleich. Ja. Weil die haben beide extreme Hautprobleme. Aber auch der Kohaku hier leidet massiv unter Hikui. Also das ist das, was ich jetzt hier beobachte, was ihn ein bisschen häuft. Ja, wobei der eine von den Großen ist blind, glaube ich, auf einem Auge. Genau. Aber das war schon. Das war schon. Das war schon. Okay. Und aber der Kohaku ist beim Putzen mal mir aus dem Netz gegangen. Deswegen hat er an der Seite, glaube ich, die Stelle. Würdest du Koi und Störe nochmal zusammenhalten? Nee. Doch? Doch, eigentlich schon. Aber halt dann in einem tieferen Teich, wo es nicht mehr so warm wird. Ja. Weil der, dass sie da auch ein bisschen mal laden. Ja, das ist, glaube ich, genau dieser Wasserunterschied, weil nachts eher noch unter 10 und tagsüber 24. Das ist genau das, was ich vorhin meinte mit Wachsdick. Und dein Projekt, willst du dieses Jahr stoppen? Ich hätte es eigentlich gern vorm Sommer gemacht, aber ich glaube, dass Rob bis dahin keine Zeit mehr findet. Sind ziemlich ausgelastet. Genau. Vielleicht. Amos mit Genesis. Die können die, wenn ihr irgendwie das Loch ausgehoben bekommt, die müssen ja nicht den Teich rüberheben. Die können das mit einzelnen Platten, können es hier verschweißen. Das ist ja alles gar kein Problem. Eine Woche Arbeit statt 10 Wochen Kran. Und er macht es dir für 240.000 Euro. Also, das finde ich, das war die geilste Info mal wieder. Also, hier kann ich jetzt auch nur nochmal an unsere ganze Gemeinde appellieren. Ich würde heute wirklich etwas länger auf Genesis warten oder wenn Genesis vielleicht nicht in Frage kommt aus diesem oder jenem Grund, was ich allerdings so nicht kenne, dann würde ich den Teich im Zweifel selber bauen. Man kann sich eigentlich mal 10 Blogs anschauen zum Thema Teichbau. Arthur Ali, da haben wir eigentlich bei Ali eine Step-by-Step-Anleitung gegeben, wie man einen Laminatteich baut. Das ist alles kein Hexenwerk. Man muss auch kein Laminat machen, man kann Folie machen. Ich will jetzt nicht gegen Landschaftsgärtner sprechen. Es gibt sicherlich hervorragende Landschaftsgärtner, die das kennen, die das wirklich auch können und kennen. Aber es gibt da allzu viele, die normal Gärten anlegen. Und wenn die hören, Projekt Koi-Teich, dann kriegen wir das auch hin. Dann holen die sich von Oase oder von Genesis oder teils von beiden oder von sonst einem Hersteller, holen die sich die Module und denken, jetzt können wir Teich machen. Das stimmt in der Regel, die Hydraulik nie. Ja. Die Filter sind entweder zu klein oder viel zu klein. Zu groß habe ich da noch nie erlebt. Am Ende ist es immer ein Chaos. Es ist unfassbar teuer. Ja. Und man hat danach die Scheiereien und muss in der Regel nach 2-3 Jahren wieder umbauen. Weil man sieht, das System funktioniert vorne und hinten nicht. Von daher würde ich da, wenn ich einen Teichbau in Auftrag geben würde, würde ich wirklich, ist für mich Genesis oder natürlich Jürgen Kirchner, der das auch seit vielen Jahren macht. Ich kenne die beiden Firmen, wo ich wirklich die Hand für ins Feuer lege, dass nachher von der Hydraulik über Filter, über alles, Teichform, Platzierung, Bodenabläufe, dass das alles passt. Und alles andere, muss ich sagen, was wir da immer wieder hier auch in Modern Koi oder von dir zu hören, ist wirkliches Chaos. Herr Kirchner war auch mal im Gespräch. Der ist ja, glaube ich, aus Leipzig und da hat sich dann die Anfahrt auch erledigt. Ja. Aber es sitzt in Wiesbaden, also ist näher gerückt. Ja. Macht das mit Genesis und da seid ihr gut aufgestellt. Janis, dir vielen Dank. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Toller Teich. Ein bisschen tiefer wäre besser. Und, aber dein neuer Teich, wirst du denn wieder mit Pflanzen machen oder ohne? Ohne. Das wird dann ganz normaler. Quadratisch praktisch gut. Alles klar. Ja. Vielen Dank. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Blog. Ciao.